Ja, hallo Freunde, heute geht es mal wieder um Android und zwar möchte ich euch heute ganz kurz zeigen, wie ihr Programme oder Dienste deinstallieren bzw. stoppen könnt, wenn ihr diese nicht braucht natürlich, vielleicht einfach um Ressourcen zu sparen, ja, wie Batterie und so weiter. Es geht hierbei natürlich in erster Linie um die ja, sogenannten Systemprogramme, ja, die lassen sich nicht so einfach wie die normale Apps deaktivieren oder deinstallieren beziehungsweise stoppen die Dienste, ja. Genau, alles was wir dafür brauchen, ich mache mal groß hier, das sind einmal, wir brauchen Root, ja, also Root-Rechte. Das Smartphone, das muss geroutet sein, sonst funktioniert das leider nicht. Und dann gibt es hier noch eine coole App, wie ich finde, die nennt sich Link to SD. Ja, die könnt ihr euch einfach aus dem ja, Play Store, Google Store kostenlos herunterladen und installieren. Ich habe das jetzt schon gemacht. Das sieht jetzt hier so aus. Ja, wir können das mal starten. Jetzt werden die Root-Rechte, ja, nach Root-Rechte gefragt. Genau, hier werden einfach unsere Programme werden die aufgelistet. Hier kann man nochmal Filter setzen, wie ja, alle Programme auflisten oder die Systemprogramme oder die unter dem Benutzer laufen, einfach nur wir lassen jetzt hier einfach mal auf ja, Systemprogramme und ja genau, hier kann man jetzt diese Programme deaktivieren beziehungsweise die Dienste stoppen. Der Unterschied zu den unserem ja, Anwendungsmanager hier unter ja, vom Android vielleicht noch mal ganz kurz gezeigt. Das ist einfach der, dass wir lassen uns jetzt hier nochmal die Systemanwendungen anzeigen, genau. Und vielleicht suchen ja irgendwas raus hier als Beispiel, genau. Wenn wir jetzt hier Bluetooth-Freigabe, ja, das ist dieser Bluetooth-Dienst, als Beispiel nehmen, einfach wir sehen hier, dass ist dieses deaktivieren ist hier gar nicht möglich, ja, wenn wir ist es ausgegraut, wenn wir hier drauf tippen, dann passiert einfach gar nichts. Den Dienst kann man hier zwar hier stoppen, ja, stopp erzwingen, vorübergehend, zack, jetzt ist das gestoppt. Das wird aber spätestens nach dem Neustart des Gerätes beziehungsweise wenn wir jetzt hier auf unserem Bluetooth-Zeichen ja, tippen, um das zu aktivieren, dann wird das wieder aktiviert einfach und der Dienst, das läuft jetzt schon wieder. Ja, genau. Beziehungsweise, ja, wenn wir irgendein anderes System hier, Programm nehmen, dann sehen wir hier, dass man jetzt hier gar nicht deaktivieren kann. Ja, zum Beispiel dieses Face Service, das nutze ich gar nicht. Das würde ich gerne deaktivieren. Geht aber nicht einfach so. Und zwar gehen wir jetzt zurück auf unserem Link to SD Anwendung hier und suchen uns jetzt jetzt ist Bluetooth hier, ich deaktiviere das mal erstmal so und suchen uns zum Beispiel unser Bluetooth hier System nach Name, genau, einfach mal um vorzumachen, hier, da ist der Bluetooth, ja. Wenn wir jetzt hier einfach antippen und den Finger darauf halten, ja, dann öffnet sich dieses ja, Kontextmenü hier und hier haben wir können das auch deinstallieren. Das machen wir aber nicht. Genau, der Vorteil hier ist auch von dieser App, ja, dass wir Dienste oder Programme, die brauchen wir ja gar nicht deinstallieren, die können wir hier einfach einfrieren, ja. Dann sind sie ganz ruhig gestellt. Und wenn wir das mal wieder brauchen, dann können wir die einfach wieder auftauen, ja. Wenn ich jetzt hier auf Einfrieren gehe, dann ist jetzt hier eingefroren, ja, das ist der Hinweis hier. Und wenn ich jetzt das Gerät neu starte, beziehungsweise wenn ich jetzt hier auf das Bluetooth-Zeichen tippe, ja, das sieht man, das wird jetzt gar nicht mehr aktiviert. Das ist jetzt komplett eingefroren, ja, der Dienst. Wir können jetzt hier auch nochmal über Einstellungen versuchen. Bluetooth und hier einschalten. Ja, dass wir sehen, dass hier ja gar nichts passiert. Genau. Ja, und wenn wir wieder brauchen, dann können wir das einfach hier über unsere coole App hier
Ja, genau, einfach antippen und halten und dann können wir das einfach wieder auftauen, ja. Zack. Genau, das können wir jetzt mit ja, hier durchsuchen und mit jeder beliebige App machen hier die, ja, die wir nicht brauchen. Und schon ja, sind jetzt die Dienste eingefroren. Wir können das jetzt hier zum Beispiel, wenn wir jetzt die Kontakte einfrieren, dann können wir, denke ich, ja, gar nicht mehr anrufen. Ich mache das mal spaßeshalber jetzt. Einfach mal zum Testen, ja. Genau, die Kontakte, die sind jetzt eingefroren und genau, also der mein Telefon hier, der Icon hier, der Shortcut ist weg. Genau, wir können jetzt beispielsweise das Telefon sozusagen gar nicht mehr nutzen. Das ist jetzt aber nicht Sinn der Sache. Deswegen werden wir das jetzt einfach wieder aktivieren. Ja, einfach mit tippen und halten und auftauen. Zack, und schon die Verlinkung ist jetzt hier weg. Aber wir haben das jetzt genau hier irgendwo. Und schon funktioniert es wieder. Genau, ja, also die App hier, die kann natürlich viel mehr als nur diese Dienste einzufrieren. Damit kann man auch, genau, man kann die Apps zum Beispiel, auch die System-Apps auf die Speicherkarte verlagern, zum Beispiel, um einfach ja, mehr Speicher, interne Speicher zu haben, wenn das ja, wenn wir das brauchen, falls das voll ist. Hier kann man den Cache löschen, Partitionen bereinigen und so weiter. Wenn wir jetzt einfach mal drauf klicken, genau, hier kann man einen Link erstellen, zum Beispiel auf der, ich habe jetzt keine SD-Karte eingesteckt, deswegen funktioniert das nicht. Die SD-Karte, die muss dann nochmal partitioniert werden. Wenn ihr da irgendwie Interesse habt, dann einfach einen Kommentar hinterlassen, dann kann ich das auch mal ein, ja, kleines Tutorial darüber machen. Ansonsten war es das auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch damit ja, helfen konnte. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach wie immer einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.